Instagram-Likes, Fake-Followers, Influencer, die mitten in der Nacht schweißgebadet aufwachen bei der Vorstellung, dass ihre Werbekunden plötzlich draufkommen, dass von den 20.000 Fantastilliarden-Followern gut 98% plus Bots sind. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich in der Praxis? Wie kommt man zu diesen Fake-Likes? Nun, es gibt genügend Anbieter, bei denen man einfach Pakete einkaufen kann. Es gibt aber auch sogenannte Like-Tauschbörsen, wie ja AdMeFast. Funktioniert so, dass man sich registriert und dann die Möglichkeit hat, seine eigenen Profile oder Fotos hier einzutragen. Schauen wir mal hier. Dieses Bild hat viel zu wenig Likes, eindeutig. Ich kopiere mal die URL. Man kann hier nicht nur Instagram-Likes ordern bzw. tauschen, sondern auch alles andere, alles Mögliche. YouTube-Videos, Video-Views, Twitter-Follows, Twitter-Retweets und so weiter. Wir interessieren uns hier aber für Instagram-Likes. Geben den Ganzen einen Titel. Kopieren hier die URL rein. Haben die Möglichkeit, eine Maximalzahl an Klicks anzugeben. Haben wir 42, die Antwort auf alles. Können hier noch die täglichen Klicks einschränken, 21 beispielsweise, dann werden diese 42 auf 2 Tage verteilt und bezahlt wird mittels Punkten. Der Kost per Klick liegt zwischen 2 und 10 Punkten. Je höher, desto schneller trudeln die Klicks dann ein. Wir können hier auch noch einschränken, ob wir Nutzer aus aller Welt wollen oder ob nur Benutzer aus bestimmten Ländern, beispielsweise Deutschland, Österreich, hier liken sollen. Wir lassen das mal auf Worldwide speichern. Ich habe hier gestern beim Testen bereits mein Instagram-Posting über Fake Instagram-Likes eingetragen und wie Sie sehen, hier bereits 6 Fake-Likes bekommen. Die Frage ist nun, wie kommt man zu den Punkten, mit denen man bezahlt? Nun, indem man selber liked, das ist die eine Möglichkeit. Verschiedene Plattformen, Facebook-Likes, Facebook-Shares, wie gesagt, Twitter auch, klickt da drauf. Sieht dann, wie viele Punkte man bekommt und klickt auf Like, dann öffnet sich die mobile Facebook-Version in einem neuen Fenster. Man führt dann die gewünschte Social Action aus, wie es so schön heißt, schließt das Fenster und bekommt dann hier diese 7 Punkte gutgeschrieben. Mit diesen Punkten bezahlt man die eigenen Likes. Wenn einem das zu mühsam ist, man die Zeit nicht investieren möchte, hat man alternativ auch die Möglichkeit, Münzen einzuwerfen. Beispielsweise hier kosten ein mittleres Paket 30.000 Punkte um 93 Euro. Das bedeutet also 93 durch 30.000, 0,3 Cent pro Punkt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir 10 Punkte für ein CPC Maximum ausgeben, wir haben es ja eilig, dann macht das also 3 Cent pro Instagram-Like in dem Fall. Oder eben Facebook-Like oder Follower. Die andere Option wäre, auf Google nach entsprechenden Verkäufern Ausschau zu halten. Und da sieht man auch gleich bei der Suche, das Angebot ist groß. Und wie wir wissen, wenn so viele Instagram-Verkäufer oder so viele Like-Verkäufer unterwegs sind, ist die Nachfrage auch entsprechend groß. Was passiert? Man bekommt bei diesen Verkäufern großteils Bots. Hier auf den Like-Börsen mögen zwar echte Nutzer tätig sein beim Gegenliken, beim Punktesammeln, aber die legen dafür natürlich in der Regel 2, 3, 4, 5 Accounts an. Also keine Rede von echter Reichweite. Aber so funktioniert das eben in der Praxis. Ja, ziemlich einfach zu machen und ziemlich wertlos.